Achtung, in diesem Video gibt es ein paar kleine Stellen, die vielleicht nicht ganz so nett sind. Das heißt, jeder, der etwas zart beseitet ist, sollte besser dieses Video nicht anhören. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Video nicht zum Hass gegen Ausländer schüren soll und auch nicht irgendwie zum Hass gegen irgendwelche Menschen dienen soll, sondern einfach nur zur Aufklärung, was tatsächlich so am Telefon alles passieren kann, wenn man von netten Mitbürgern aus einem anderen Land angerufen wird. Warum rufen die Mitbürger aus einem anderen Land an? Tja, ganz einfach. Die rufen aus den Ländern an, wo sie nicht gefasst werden können, weil die deutsche Justiz halt an den europäischen Grenzen allerspätestens eigentlich schon, naja, zu Ende ist. Und genau das machen sich die Betrüger zunutze und aus diesem Grund laufen die ein oder anderen Gespräche hier auch mal etwas hitziger. Heute habe ich mal ein Gespräch mit drin gelassen, was doch sehr grenzwertig ist und möchte aus diesem Grund darauf hinweisen, dass das Video nicht für jeden geeignet ist. Was denn? Ja, hallo, ich bin nochmal der Claudio. Ja, haben Sie einen Lattenschuss oder was, mich jetzt hier nochmal anzurufen? Ja, sagen Sie, was Sie möchten, das kann ich Ihnen helfen. Ja, von Ihnen will ich bestimmt nichts. Mich am Telefon beleidigen und dennoch irgendwas von mir wollen? Ich glaube, bei Ihnen hackt's wohl. Bei Ihnen muss wohl irgendwie ein absoluter Gehirnschaden aufgetreten sein. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Könnt ihr euch noch an das letzte Telefonat von gestern erinnern? Mit dem netten Typen, der, da war ja erst dieser freundliche Betrüger dran und dann der nicht so freundliche Betrüger, der gleich beleidigt hat und hat aufgelegt. Der hat sich nochmal gemeldet und den haben wir jetzt in der Leitung. Und noch zwei weitere Gespräche. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei neuen Telefonaten. Doch. Ich weiß nicht, was ich mit ihm gesprochen habe, weil ich war weg, aber... Ja, das Stück Scheiße hat mich beleidigt. Echt jetzt? Was hat er gesagt? Ich soll meine Mutter ficken. Darf man sowas nicht... Ich stehe nicht auf Inzest. Wenn ihr Inzest macht, dann könnt ihr das da gerne machen in eurem komischen hier Kakerlakenland. Da könnt ihr alle eure Mütter ficken und durchvögeln, wie ihr wollt. Und mit eurem Vater könnt ihr das auch gerne treiben. Aber sowas wird hier in Deutschland nicht ausgesprochen. Das ist ekelhaft. Wenn ihr auf Inzest steht, dann macht gerne euren Inzest. Das ist hier in Deutschland verboten. Ich weiß schon, was in Deutschland verboten ist. Ich bin auch in Deutschland, deswegen sage ich Ihnen. Ach, das ist ja Quatsch. Das ist ja schon wieder der nächste Bullshit. Warum ist das Bullshit für Sie? Ja, weil es nicht stimmt. Das stimmt, was ich Ihnen sage. Das glaube ich Ihnen nicht. Wo wohnen Sie zum Beispiel in Deutschland? Das geht Sie überhaupt nichts an. Nee, ich frage zum Beispiel, was... Ja, ich habe geantwortet zum Beispiel. Naja, ich habe Ihnen erzählt, was momentan ist mit Bitcoin. Deswegen wollten Sie mit dem Broker sprechen und deswegen habe ich ihn verbinden lassen. Aber sonst habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Ich habe Ihnen nicht beleidigt oder sowas. Ihr Unternehmen hat nichts mit Seriosität zu tun. Absolut nichts. Entschuldigen Sie bitte, ich war ganz nett mit Ihnen. Ja, trotzdem hat Ihr Unternehmen nichts mit Seriosität zu tun. Sie arbeiten in einem illegalen, gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrugs-Callcenter, wo die Leute ausgeraubt werden. Mehr ist das nicht, was ihr da macht. Das ist illegal. Nein, doch. Woher wissen Sie das, wenn ich fragen darf? Ja, also das merkt man schon an der Kakerlaken-Aussprache, dann an den Kakerlaken, die nur beleidigen können. Da braucht man sich nicht wundern. Und dann grundsätzlich habe ich auch keine Erlaubnis erteilt, angerufen zu werden. Dafür braucht man in Deutschland ein Double Opt-in. Das habt ihr auch nicht. Ist in Ordnung, was Sie meinen, aber Sie brauchen zu mir nicht sagen Kakerlaken, weil ich bin kein Kakerlake erstmal. Naja, doch. Zweites Mal darf man auch nicht die Leute beleidigen, weil jeder Gespräch wird angehört und dann... Richtig, ganz genau. Und dann wird es auf YouTube veröffentlicht. Genau, deswegen brauchen Sie nicht so beleidigen, die Leute. Doch. Kakerlake. Entschuldigung, ich habe Sie nicht, dass Sie Kakerlake sind oder sowas. Was ja, aber Sie sind eine Kakerlake. Aber wieso sagen Sie das zum Beispiel? Ja, weil Sie die Leute betrügen. Nein. Doch. Es gibt vielleicht die Kompanie... Ja, genau, da gehört ihr dazu. Nein, das gehören wir nicht dazu. Deswegen sage ich... Wir können mal zusammen auf Internetseite schauen, ob wir licenziert sind. Ja, das bedeutet ja nicht automatisch, dass ihr keinen Betrug macht. Und wenn ihr bei der SciSec reguliert seid, das ist nichts wert. Die SciSec reguliert lauter Betrüger. Wir sind keine Betrüger. Erstes und zweites, wir haben tausende Kundschaften, das bei uns investiert haben. Das ist auch Quatsch, das nennt man Betrugsopfer bei euch. Nicht Kundschaft, Betrugsopfer. Entschuldigen Sie bitte, wir arbeiten in Frankfurt am Main.
Das glaube ich dir Kompanie nicht. Nein, das ist Quatsch. Unsere Kompanie ist Nein, in London. Mit so einer Aussprache arbeitet man nicht in Frankfurt am Main an der Börse. Das ist absolut Blödsinn. Wieso? Wie spreche ich denn nicht? Sprichst du was? Muss ich das jetzt noch weiter begründen? Ich meine, ich habe es doch jetzt schon ausgiebig erklärt, oder nicht? So langsam wird es ein bisschen nervig. Ich habe gesagt, ich mache mit Betrügern keine Geschäfte, ihr gehört dazu. Ich wurde hier beleidigt am Telefon und damit ist Ruhe, oder? Muss man da jetzt noch weiter diskutieren? Oder bringt euch das irgendwie noch weiter Geld, wenn man jetzt mit den Opfern weiter telefoniert? Ich meine, ihr habt ja davon durch keinen Gewinn. Ich meine, letztendlich verplemperst du nur deine Zeit, währenddessen du jemanden anderen betrügen könntest, oder nicht? Siehst du? Ich wollte sie nicht betrügen. Doch, doch. Und zweites Mal, wenn sie nicht wissen, sagen sie einfach, ich habe kein Interesse und das Gespräch wird beendet. Das ist kein Problem. Aha, also muss man sich erst beleidigen lassen dafür. Das ist ja interessant. Nein, nein, ich beleidige keinen Mensch. Ich habe ihnen gesagt, ich bin ganz nett und ich rede mit... Ja, aber ich bin nicht mehr nett. Ich will mit Kakerlaken nichts zu tun haben. Ich wusste das nicht, dass die Kakerlaken reden können oder sowas, sprechen können. Tja, manche Kakerlaken schon. Leider. Ja, aber das ist nicht gut, was Sie sagen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ihr nicht sprechen könntet, richtig, ganz genau. Wenn ihr nicht sprechen könntet, könnt ihr da wenigstens die Leute nicht bescheißen. Aber woher wissen Sie... Sucht ihr doch einfach mal einen anständigen Job. Das müsstet ihr doch langsam einleuchten, dass ihr die Leute nur beklaut. Das ist doch nicht sinnvoll, was du da machst. Ich meine, ganz blöd scheint es ja nicht zu sein. Sucht ihr einen anständigen Job. Auch wenn man vielleicht mit einem anständigen Job weniger Geld verdient, dann sucht ihr zwei anständige Jobs. Das ist scheißegal. Ja, ja, das ist schon klar. Das wissen wir schon, aber... Ja, habe ich ja gesagt, dass ihr das wisst. Richtig. Also sucht ihr was Vernünftiges. Das ist aber unsere Sache, was wir machen. Nee. Aber das ist kein Problem. Wenn Sie nicht müssen, ist es überhaupt kein Problem. Sie sind bei uns angemeldet. Ich habe bei Ihnen nicht angerufen, weil ich das, gerne mag. Aber ja. Ich wurde auch nicht angerufen, weil ich das gerne möchte. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ich angerufen werden möchte. Und eine Warum Regel... haben Sie das Anmeldung gemacht bei uns? Habe ich ja nicht bei euch gemacht. Ich habe die über eine Werbeseite gemacht. Und da danach rufen nur noch Betrüger an. Ja, warum sollen wir das machen, wenn Sie in die richtige Werbeseite angemeldet sind? Ja, aber ich wurde nicht ich wurde darüber nicht unterrichtet, dass ich jemals dazu angerufen werde zu dem Thema. Und es rufen trotzdem tausende Betrüger-Callcenter an. Und auch wirklich tausende. Ach so, ja, deswegen sind Sie genervt, aber nicht wegen mir. Weil Sie Na doch, wegen dem Stück Scheiße, wohin Sie mich verbunden haben. Wegen dem Stück Scheiße bin ich jetzt genervt, ja. Weil der hat gemeint, ich soll meine Mutter ficken. Und das sowas kommt nur bei euch da im Kakerlakenland vor, aber nicht hier. Okay, das weiß ich nicht. Das kann doch keine seriöse Firma sein. Da kann man sich doch selbst gar nicht mehr für ernst nehmen. Und verbunden hast du mich auch nicht. Der Typ hat neben dir gesessen und du hast einen Hörer weitergereicht. Ich bin ja nicht blöd. Ich hab's ja gehört. Wenn du mich verbunden hättest, dann wäre Wartemusik oder irgendein Tuten gekommen. Aber das ist auch nicht gekommen. Du hast einfach nur dein Headset weitergereicht, mehr nicht. So macht man das halt in Betrüger-Callcentern. Nein, wir sind keine Callcenter, mein Freund. Doch. Viele, viele Menschen in einem Raum, alle telefonierend, ist die Definition von Callcenter. Entschuldigung, dann schönen Abend, dann würde ich gehen, weil ich kann mit dir nicht mehr diskutieren. Das wünsche ich dir auf gar keinen Fall einen schönen Abend. Ich hoffe, dass dein Abend so richtig schön versaut wird. Wenn nicht durch mich, dann hoffe ich, dass noch irgendjemand anderes dazu beiträgt. Danke Ihnen, schönen Abend. Ja, sehr gerne. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich meine, klar, der hat sich hier ja relativ vernünftig verhalten. Man muss aber dazu sagen, das Gespräch von diesem netten... Naja, oder nicht so netten Mitarbeiter, der danach, nach diesem Mitarbeiter letztes Mal dran war, also im dritten Gespräch von gestern. Ja, der hat ja gleich aufgelegt, dann hat es nicht lange gedauert, klingelte das Telefon wieder und ja, dieser nette Mitarbeiter war hier dran. Schon irgendwie interessant, ja, wie die so ihre Umgangsformen pflegen. Zumindest der hier, der jetzt mit mir gesprochen hat, der kann ja erstmal nichts dafür. Betrüger ist er trotzdem, denn jetzt haben wir es ihm doch, glaube ich, deutlich genug erklärt. Und ich sage mal, wenn du deinen Kollegen neben dir fluchend am Computer siehst, wie er die Kunden beleidigt, ich glaube, dann sollte man sich überlegen, in was für einer Firma man arbeitet. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Carla Name. Ich rufe Sie im Auftrag von der Firma Böcher an. Spricht sich mit Herrn Lausebinger? Ja, Herr Lausebinger ist hier am Apparat. Aber was für eine Firma? Ich habe das nicht ganz verstanden. Was machen Sie? Das ist die Norddeutsch-Klassenlotterie. Ach so. Die hatten sich an einem Online-Gewinnspiel registriert gehabt. Und als Dankeschön haben sie jetzt von uns den Extra-Joker gewonnen. Da sind sie jetzt bei der 10-Jahres-Rente. Monatlichen 5.000 € dabei. Die Renten sind auch immer steuerfrei und vererbbar.
Wenn Sie da was zum Schreiben da haben, gebe ich Ihnen die Webadresse durch. Haben Sie da was zum Schreiben? Ich bin ja freundlich. Ich habe noch nie was gewonnen. Warten Sie mal, ich guck mal hier. Ich muss mal so einen Stift habe ich schon. Ich brauche jetzt viel. Jetzt mangelt es nur noch am Zettel. Moment. Machen Sie ganz in Ruhe. So, jetzt habe ich ein Schreibchen hier. Super, das ist www. Kann ich das nicht gleich am Computer eingeben? Das ist doch viel einfacher. Also, wie Sie möchten. Ja, dann sagen Sie mal. www.028 028 50.de. Das ist ja mal eine komische Adresse. Das ist die Webadresse, das hat die Firma Virtual erstellt, ne? Dazu habe ich keinen Einfluss drauf. Und da die Webadresse fordern Sie den Extra-Joker an, dann haben Sie praktisch Ihre Losnummer in der Hand und werden da von uns schriftlich und auch telefonisch informiert, ne? Dann drücke ich auch ganz fest die Däumchen, dass es für Sie auch mit dem Gewinn klappt. Durch die Registrierung haben Sie jetzt auch noch das Präsent, hier bei dem Hauptspiel dabei zu sein. Zur Qualitätssicherung wird unser Gespräch aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Dient nur für schulische Zwecke. Ja, das ist mir egal. Ja, dürfen wir Sie auch zukünftig über attraktive Böscherangebote informieren? Das ist nur rein informativ, ne? Dann machen wir das bei Ihnen. Ja, nee, eine weitere Anrufe brauche ich jetzt nicht, nee. Nein, also wir machen hier keine Werbeanrufe. Wir arbeiten hier für eine... Wir sind der Rückruf durch Ihre Registrierung. Ne? Das ist ja nur rein Information. Die Information bekommen Sie jetzt nicht jeden Tag zugesendet, einmal im Monat. Weil Sie jetzt hier eine Glückstrainer haben, sind Sie jetzt an mich weitergeleitet worden. Wir spielen jetzt von April bis September insgesamt 1,6 Milliarden Euro auf limitierte 3 Millionen Lose aus. Sie merken ja selber, es ist deutlich mehr Geld vorhanden als Lose, weil wir möchten, dass auch jeder Teilnehmer was davon hat. Deswegen stückeln wir die Millionen. Das bedeutet, Ihre Lose, die werden jeden Tag 100 Mal für die 10.000 Euro gezogen. Das machen wir dann täglich im Wechsel zu einer ganzen Million, damit wir auch eine gerechtere Spielverteilung haben. Dann gebe ich Ihnen auch jetzt meinen Namen und die Codenummer durch, damit Sie auch wissen, mit wem Sie gesprochen haben. Mein Name ist Carla Kaufmann Anton Ludwig Anton. Mhm. Codenummer 2412, so wie Heiligabend, kann man sich gut merken. Ja. Mit der Angabe der Codenummer melden wir uns bei Ihnen. Sollte diese Codenummer nicht durchgegeben werden, dann sind wir das auch nicht, ne? Wir rufen Sie immer von der NKL Böscher an und die Gewinne, die überweisen wir auch innerhalb von 3 Werktagen steuerfrei auf Ihr Konto. Aha. Ne? Also das sind Gewinnerlose, die Gewinne sind hier alle staatlich garantiert. Natürlich werden Sie jetzt in den 6 Monaten nicht steinreich, aber über ein paar tausend Euro, da freut man sich ja genauso. Ja, ja, das ist klar. Das, ne, hat man ja gern. Freut sich da nicht, genau. Mhm. Und das Besondere ist immer, Sie spielen hier immer ohne Unterschrift mit. Das ist hier auch kein Vertrag, kein Abo. Uns müssen Sie auch nicht heiraten, ne? Wenn Sie da Fragen oder Änderungswünsche haben, genügt ein Anruf. Da brauchen Sie auch nicht schriftlich zu kündigen. Aha. Und, ne? Man hat... Ja, ja, erzählen Sie. Das Besondere ist bei der NKL, solche ist auch immer, Sie spielen hier immer ohne Unterschrift mit. Das ist hier auch kein Vertrag, kein Abo. Uns müssen Sie auch nicht heiraten, wie gesagt. Wenn Sie da Fragen oder Änderungswünsche haben, genügt kein Anruf, da brauchen Sie auch nicht schriftlich zu kündigen. Aha. Ja? Man hat für Sie, Herr Lausengel, das kleinste Lospaket reserviert. Das sind die 3 Lose zum monatlichen 70 Euro. Sinn und Zweck der Aktion ist nicht nur, dass Sie einfach nur teilnehmen, sondern dass Sie auch mal was gewinnen und uns weiterempfehlen. Na, ich dachte, ich habe jetzt was gewonnen, jetzt soll ich was bezahlen. Sie haben den Extra-Joker gewonnen. Das ist hier ein Zusammenhang mit dem Hauptspiel, ne? Hier, das ist, also... Ja, also, dass das hier nur Betrug ist, ist wieder klar. Erstmal erzählt sie, das wäre ja kein Werbeanruf. Komisch, jetzt fängt sie aber an, davon doch was zu verkaufen. Also, ich dachte, es ist kein Werbeanruf, sondern ich habe nur was gewonnen.
Wenn ich nur was gewonnen habe, dann darf mich die nette Tante natürlich anrufen laut Gesetz, weil irgendwie muss ich ja informiert werden. Ne? Und wenn ich da vorher nicht meine Daten komplett angegeben habe, dann muss man das ja irgendwie nachholen. Beziehungsweise auch die, ja, die Gewinner informieren ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt und auch nicht verboten. Aber das, was sie jetzt tut, das ist eine Kaltakquise. Jetzt fängt sie an, den Verkauf rauszuholen. Naja, einsehen tun sie das natürlich trotzdem nicht. Aber witzig, dass sie das hier gleich von Anfang an selbst als Nicht-Kaltakquise verkauft, es aber doch eine ist. Tja, also sie sagte ja, es ist kein Werbeanruf. Doch, ist es. Jetzt fängt sie an zu verkaufen. Und jetzt beginnt der Betrug. Und es ist Betrug. Selbst wenn das Produkt, was sie nachher verkauft, kein Betrug ist, was es aber meistens dann doch ist, aber selbst wenn das Produkt, was sie jetzt verkauft, kein Betrug wäre, es ist jetzt definitiv Betrug. Weil ich habe doch was gewonnen. Und ich bekomme den Gewinn also nur dann, wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, oder wie? Was hat denn das dann mit einem Gewinn zu tun? Tja, und genau darauf zählen die komischen Typen da im Callcenter ab. Einfach nur ekelhaft. Und das Schlimme ist, viele Menschen, gerade Ältere und Rentner, fallen da oft drauf rein. Ich weiß es nicht, ob es heute noch so ist, aber die Statistiken, die es dazu gibt, die sagen halt, dass es überwiegend Rentner sind, die darauf reinfallen. Ja, weil... ist halt so, keine Ahnung. Man kann ja solche Datensätze auch in Zeitschriften generieren, wenn man sich da irgendwo anmeldet und die Zeitschriften das nachher verkaufen. Ja, also es ist halt leider tatsächlich statistisch so. Ja, aber wenn ich doch noch was bezahlen muss, dann ist doch das kein Gewinn. Nein, Sie sind hier, Sie sind durch die Extra Joker kostenlos bei der Rentenverlosung dabei. Und hier bei dem Hauptspiel, da möchten Sie auch gewinnen. Aber nicht, wenn ich was bezahlen muss. Aber gewinnen möchten Sie. Sie zahlen ja hier ein, um gewinnberechtigt zu sein, Herr Laubfinger. Ja, aber ich habe vorher auch nicht bezahlt. Wie bitte? Ich habe ja vorher auch nicht bezahlt. Da haben Sie sich in einem Online-Gewinnspiel sich registriert gehabt. Ja, und nur habe ich ein bezahlbares Gewinnspiel gewonnen, oder wie? Jetzt muss ich den Gewinn bezahlen. Also Sie bezahlen nicht den Gewinn. Sie haben... Das ist ein extra Joker, das ist ein Zusatzlos bei der Rentenverlosung. Durch den Rentenlos haben Sie jetzt das Privileg, hier bei dem Hauptspiel dabei zu sein. Das sind Gewinnerlose, die Gewinne sind hier alle staatlich garantiert. Die Frage ist nicht hier, ob Sie gewinnen, sondern wie oft Sie gewinnen. Ja, aber wenn das eine mit dem anderen verbunden ist, dann ist das ja auch kein Gewinn mehr. Warum ist das kein Gewinn mehr? Also ich darf Ihnen ja auch keine Mehrheit sehen. Aber was tun Sie doch gerade? Wie bitte? Na, ich sage, was tun Sie doch gerade mit dem Märchen? Wenn ich jetzt hier was bezahlen soll, dann ist das kein Gewinn mehr. Hier bei dem Hauptspiel, dazu zahlen Sie. Das Spiel fängt am 1. April erst an. Ja, aber ist ja egal, dann muss ich es ja bezahlen, dann ist es ja kein Gewinn. Ja, Sie haben, das ist hier ein Zusammenhang. Sie spielen hier praktisch einen Monat. Ja, aber dann ist ja trotzdem kein Gewinn, wenn es zusammenhängt. Also den Extra-Joker, den zahlt man. Das haben Sie aber gewonnen. Ja, also ich muss meinen Gewinn bezahlen. Ja. Was ist denn das für eine hohle Scheiße? Ich glaube, Sie sind nicht anderes als eine Betrügerin. Einfach nur ekelhaft. Sie versucht mir jetzt ja wirklich zu erklären, dass ich ein Bezahlgewinnspiel gewonnen habe. Hä? Also, und das wiederholt sie immer wieder. Sie sagt jedes Mal, dass ich der Gewinn ist, dass das geht, was ich da kaufen muss. Aha, wo ist jetzt der Gewinn? Also, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Fällt den Leuten, dass die da arbeiten, nicht selber auf und glauben die Kacke, die sie da vorlesen? Vor allem, das war ja wirklich vorgelesen, das mit dem ollen Heiraten da und so, das hat sie ja tausendmal wiederholt. Das muss doch da im Skript drinstehen. Auf so einen Quatsch kommt doch kein normaler Mensch. Aber naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht, das so mehr oder weniger mittendrin einsetzt. Weiß ich nicht, wo der andere Schnipsel ist, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Nee, sie haben aufgelegt. Wie bitte? Sie haben aufgelegt. Ja, ich habe gelegt, aber die Linie war ein Problem über diese. Sie haben einen Computer dort und ich kann ihr alles erklären. Wie heißt denn die Firma? Mein Name ist Thomas Sink. Nee, die Firma. Thomas. Also Thomas, amerikanischer Name. Die Firma Thomas ist Thomas. Nein. Thomas, nicht Thomas. Ja, aber die Frage ist, wie die Firma heißt. Wie bitte? Intelligenz mit dem Löffel gefressen, ne? Ja, ich verstehe das. Jetzt können wir machen diese... Ja, wie heißt denn die Firma? Können Sie auch irgendeine Frage beantworten oder geht das nicht? Wie bitte? Oh Gott, wie kann man da solche Leute hinsetzen, die wirklich kackenblöd sind? Ja, ich lese. Ich habe Ihnen gesagt,
Finanzkapital. Haben Sie da auch jemanden, der vernünftiges Deutsch kann? Ja, nach 20 Minuten, es kommt die Spezialistin, die deutsche Sprache. Können wir rufen nochmal? Die Englisch ist besser für ihn. Wir haben einen englischen Spezialist oder verstehen besser im Englisch. Herr Knusprig, Knusprig. Hallo, Herr? Ja. Ja, okay, wir kann machen so. In 20 Minuten, wir kann machen mit die Spezialisten über Deutsch. Er erklärt alles. Sie ist eine Fräulein, sie ist der Spezialist bei uns. Und wir kann machen in Englisch. Wenn Sie Englisch kann sprechen, wir kann machen zu Englisch auch. Wie Sie wollen. Also da sind wir wieder definitiv bei dem Punkt, halten die sich selber für seriös, wenn die so einen Quatsch am Telefon loslassen? Oh Mann, also vor allem, man kann da Fragen stellen, der kann nicht antworten, das liegt einfach daran, weil der nur abliest und überhaupt nicht der deutschen Sprache so wirklich mächtig ist. Der kann drei Brocken hinkotzen und dann ist Schluss. Oh Mann, Robby die Katz. Herr Knut, sprich. Ja? Ja, ich bin. Ja. Was? Ich habe eine Frage. In 20 Minuten, die Frau Spezialistin bei unserer Firma, die Vorgesitzerin. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann meinte er die Vorgesitzerin. Mhm. Schön. Kommt. Sie wollen warten vor diese Frau, Sie wollen machen in Englisch, Sie wollen machen jetzt mit einem Computer, wie Sie wollen, Herr Knusprig, Knusprig. Verstehen Sie, ja? Können Sie mich verstehen? Nee. Nee? Sie hören mich oder nicht? Ich habe Ihnen gesagt, in 20 Minuten die Vorgesitzerin kommt und Sie kann erklären alles. Sie meinen und? 19 Minuten. Wie bitte? Sie meinen in 18 Minuten. An 18 Minuten? In 18 Minuten, die Vorgesitzerin kommt. Ja, ich bin sicher, in 18 Minuten, sie kann nehmen alle die Informationen, sie brauchen. Ja? Ist alles klar, ja? Sie hören mich, Herr Knusprig, Knusprig. Hm? Sie hören mich, Sie, ja? Hallo? Mögen Sie Meerschweinchen? Wie? Mögen Sie Meerschweinchen? Schweinchen? Nein, Meerschweinchen. Ja. Die kann man streicheln. Wie? Die kann man streicheln. Schön. Was machen Sie jetzt? Haben Sie freie Zeit oder sind Sie nicht frei? Sie sprechen ein bisschen, nachher Sie nicht sprechen. Ich verstehe das nicht. Wollen Sie diese Operation, können wir machen? Sie haben ein bisschen Erfahrung. Kennen Sie, was Bitcoin ist? Was Online-Handeln ist? Was Kryptowährungen sind? Nee. Wissen Sie? Nee. Nee, Sie haben keine Ahnung über Online-Handel. Aber sind Sie interessiert über Arbeiten, über Investieren, über mit Kryptowährungen? Wie meinen Sie das? Sie sind interessiert, investieren und arbeiten und machen Ihr Geld arbeiten für Sie mit Kryptowährungen, mit Bitcoin, mit Ethereum. Ach, da muss ich gar nicht mehr Lust zu arbeiten, geht das Geld alleine. Ah, Sie machen alleine diese Arbeit. Aber es ist sehr riskant, allein zu machen. Wissen Sie das, ja? Was denn? Wenn Sie allein zu halten, ist sehr riskant, weil Sie brauchen gute Informationen und Sie brauchen technische Analysen. Wissen das, ja? Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich bitte. Danke. Herr Knusprig, Knusprig. Das ist Ihr Name oder Familienname? Das ist doch das Gleiche. Ah, Sie haben Knusprig Vorname und Knusprig
vom Familienname. Knusprig, ja? Nee, das steht da aber auch nicht. Ah, okay. Okay, und jetzt, Sie haben nicht antwortet über Online-Trading. Haben Sie Erfahrung, haben Sie einmal probiert, vorher oder selber oder mit anderen Leuten, mit professionellen Leuten über diese Arbeit gehandelt? Wie denn? Sie kennen die Rohstoffe, die Aktien, die Indizien, Sie haben keine Ahnung, was Online-Handel ist, oder haben ein bisschen, oder? Wie bitte? Sie haben haben Sie ein bisschen Ahnung, wissen Sie, was Online-Handel ist, mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Indizes, mit normalen Währungen? Haben Sie... Ihr Mikrofon ist aus. Ja, und da hatten wir wieder einen von der ganz besonders intelligenten Sorte. Ich weiß es nicht. Gut, aber wenn man solche Leute am Telefon hat, dann kann man ja relativ beruhigt sein, dass nicht so viele Leute darauf reinfallen. Das Schlimme ist, die Statistiken sagen halt immer irgendwie was anderes. Eins möchte ich hier auf jeden Fall noch loswerden. Nicht, dass das irgendwie wieder irgendwas von irgendwas hier in den Gesprächen in eine falsche Schiene gepackt wird. Nein, ich bin nicht ausländerfeindlich. Und nein, ich bin auch nicht rassistisch oder sonst irgendein Scheiß. Es regt mich einfach nur auf, dass die uns für doof halten. Also die Leute, nicht alle Ausländer, sondern diese Ausländer hier. Und ja, aus dem Ausland eben nicht gefasst werden können. Und das ist der Punkt, der mich aufregt. Mich regt es einfach tierisch auf, dass wir verarscht werden, dass wir komplett ausgenutzt werden und niemand was dagegen tun kann. Oder zumindest sehr wenig dafür getan wird. Einfach nur traurig. Und ich verstehe es nicht. Wenn man schon kein Deutsch kann so richtig, dann sitzt man sich doch nicht in ein Callcenter. Ich meine, gut, in den Fällen ist es immer ganz gut, wenn sie genau solche Leute ins Callcenter setzen, denn da geht der Betrug hoffentlich nicht so gut. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach nur erschütternd, dass solche Leute am Telefon sitzen und uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen. Ja, und das ist halt eben traurig. Und das Allertraurigste ist, was ich heute wieder am Telefon gehört habe, ihr werdet es irgendwann demnächst in den Gesprächen hören. Ich hatte tatsächlich eine nette Dame aus dem Ausland dran, die extra gesagt hat, sie bescheißt und betrügt uns, weil sie die Deutschen alle hasst. Tja, nett. Aber das werdet ihr in einem späteren Video hören. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ihr könnt gerne mal was in die Kommentare dazu schreiben. Ja, vielleicht auch an manchen Punkten, wie gesagt, die YouTube-Richtlinien sind ja immer so eine Welle auf einem heißen Ritt. Ein heißer Ritt auf der Welle, ach, ist ja auch egal. Man muss schon immer leider aufpassen, was man hier auch sagt. Ist auch alles richtig, man soll keine Menschen beleidigen. Das will ich hier auf gar keinen Fall auch rüberbringen in den Videos. Aber, es ist schon sehr, sehr grenzwertig, was die hier mit uns machen. Ne? Also die rufen bei uns an, beleidigen uns, legen auf, rufen wieder an, dann ruft der Nächste an, will wieder Geld. Es ist einfach nur traurig. Es ist traurig, dass es sowas auf unserem Erdball gibt. Oder auf unserer Erdpizza. Für die Leute, die gerne die Erde als Pizza sehen, ist ja auch okay. Jeder kann denken, was er will. Jeder kann machen, was er will. Ne, also mir ist scheißegal, ob die Erde eine Kugel oder eine Pizza ist. Es ist mir vollkommen Wumpe. Hauptsache, wir vertragen uns hier alle. Denn letztendlich sitzen wir hier alle gemeinsam auf dem komischen Ding, was sich im Weltall bewegt und rumfliegt oder mir egal. Aber wir müssen letztendlich irgendwie alle zusammenhalten und nicht anfangen, uns gegenseitig die Taschen leer zu machen. Denn, das sorgt und schürt nur den Hass. Und genau das wollen wir natürlich ja eigentlich nicht mit dem Kanal erreichen. Was ich mit dem Kanal hier erreichen möchte, ist, dass ihr alle darüber aufgeklärt seid, dass da einfach Anrufe kommen und die euch verarschen wollen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In der Playlist könnt ihr noch ein bisschen rumwühlen, da findet ihr noch ein paar schöne andere Videos. Bis zum nächsten Mal. Die Welt ist böse. Ciao, ciao.